So. Dann musst du gleich wieder auftauchen, der Zähler. Ja, der Zähler ist schon da. Sehr schön. Alter, die Wolfie. So, wir müssen einen Bankraub machen. Und wir haben ja jetzt beschlossen, wir machen schön sneaky. Weil es ist dann interessanter, wie dass sie alles töten. Auch wenn es toll war. Jetzt hast du schon mal diese Situation gedacht, du sitzt mal was anderes. Outsider ist auch nicht so der. Tagebuch. Ich weiß, dass du das liest, Billy. Ich konnte noch nie viel vor dir geheim halten. Du weißt, dass ich kein sentimentaler Mensch bin. Schatz, siehst du dich an den Monitor wegen deinem Avatar? Ja, es ist schön, aber du machst dir die Augen kaputt. Es ist soweit. Bald hast du das Messer und kannst ihn töten. Damals hat es ihn nicht getötet, sondern in einen Gott verwandelt. Es wird ihn zurückverwandeln. Das... Inhaberin und Direktorin der Bank ist Dolores Michaels. Ich habe mich dort umgesehen und rumgefragt. Es gibt mehrere Wege hinein und schon so einige gescheiterte Versuche. Weil sie hinter was anderem her waren. Uns geht's nicht ums Geld. Wie willst du rein? Es gibt drei Wege. Das Dach, die Müllentsorgung und die Kanalisation. Alle könnten klappen. Sobald ich drin bin, muss ich den Tresor finden. Das Messer sollte dort sein. Die Bank ist stark bewacht. Was hast du rausbekommen? Nicht viel. Wachen, mechanische Soldaten und viele verschlossene Türen, die nur ferngesteuert zu öffnen sind. Und alles noch vor dem Tresor. Es gibt einen Ansaugkanal auf dem Dach, der zum Belüftungssystem gehört. Mit genug Laudanum wären die meisten Wachen betäubt, noch ehe du drin bist. Es gab eine Apotheke im Bezirk, aber die Bank hat alles beschlagnahmt. Mal sehen, was ich noch finde. Lass dir was einfallen. Die Schlüssel der Anführer der Augenlosen führen dich zum Messer. Und du brauchst den Schlüssel der Bankdirektorin. Mach mit ihr, was du willst. Dann bin ich bereit. Gut. Ich... Soll ich bleiben? Nein. Du kannst hier nichts für mich tun. Hol das Messer. Töte den Outsider. Bring es zu Ende. Das werde ich dort. So oder so. Du hast mehr gesehen als die meisten, was wir vor Jahren taten. Wenn ich das Gitter aufbekomme, wäre der Weg durch die Müllentsorgung kein Problem. Du könntest den Wächter fragen, ob er dir den Schlüssel gibt. Ich habe mir die Pläne für den Tresormechanismus besorgt. Ein Aufzug. Jindors Kreation. Mal wieder. Von einem Steuerraum aus kann der Tresor an zwei Orte bewegt werden. In den Keller, wo sie die Wertkassetten aufbewahren, und ins Büro der Direktorin. Jindosh war vielleicht ein Genie, aber ich habe von Erfindung einem Dieb gehört, der fast durch die Kanalisation reingekommen wäre. Unter aber der am Bank Tor ist ein alter Abwasserkanal. Nur die Wartungsarbeiter können es öffnen. Wie der ehemalige ein Straßenjunge hat oh, ein Loch ins Tunnelwand geschlagen. Vielleicht kommt ja jemand zum Reparieren. Ja, mitten. Wir machen es auf unsere Art und Weise. Ja. Wir wissen, dass wir die Wachen betäuben können. Das fühlt sich gut an. Wenn ich sagen muss, das Töten wäre natürlich einfacher und angenehmer. Aber nicht so spektakulär und interessant. So, wie ist es jetzt schon feindseliges Gebiet? Nicht.
Betäube das Bankpersonal. Suche die Apotheke. Das will ich zuerst machen. Deswegen werde ich mal die anderen ausschalten. Taucht das mit der Apotheke gar nicht auf? Ah, jetzt. Ich war schneller wie das Game. Deswegen. Leider vergessen, dass ich vorher was aktivieren muss. Ich wollte eigentlich sein Gesicht klauen. Das lief ja anders. Aber ist ja nur toll. Die Bewohner des oberen Syria-Bezirks werden gebeten, regelmäßig die Messen des Jedermannsordens zu besuchen. Die moralische... Tanaka unter Schock! Ivan Jacoby, brutal ermordet! Blutfliegen brechen immer aus. Geschieht ihr recht. Nein. Tanaka-Anzeiger, lesen Sie die Nachrichten des Tages. Hältst du bist du gerade nicht, ne? Böse Fliechen. Räumung raus. Was ist das? Guck mal, vorher war hier kein Wasser. Einstecken. Bei Diebisch darf ich bleiben. Diese ganzen Drecksfliegen. Da geregnet seit gestern, ja. Für Münzen immer im Spiel. Ja, natürlich nur im Spiel. Die lassen aber keine roten Steine fallen. Solche bilden kann hier. Ah. Alle abgemuxt. Auf dem Tisch. Oh ja. Haben wir noch Münzen? Ja. Ja, Münzen?
das Ding eigentlich auch. Die bissigen kleinen Drecksviecher. Oh, die haben... Alter, Lino 25. Boah, das ist ja fies. Und die haben wenigstens fallen lassen. Hm, ne? Die anderen haben nichts fallen lassen. Kohle gemacht. Immerhin etwas. Sonst, Nö. Ist hier nichts weiter. Morley sah ich eine Mai. Mit unserer Liebe kam's nicht so weit. Traf dann ein... Schön, wie er singen kann, ne? Was sind... Wundern! So, Munition ist voll. Hm. Gut. Ist zu mager. Hält keinen Tag durch. Armer Kerl. Warum behalte ich immer recht? Unbekannt verzogen? Gerechtigkeit für Ken Phygos. Verteidigt die Händler. Spendet für die gute Sache. Ja, viva la Revolution. Jus Kuchen, mein Bester. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Ich weiß, hast gerade Pause, ne? Mit unseren Unterschriften protestieren wir gegen das schwere Unrecht, das Dolores, Michaels und Partner angesehenen Einrichtungen wie Eek, Jenfugis, Apotheke zugefügt haben. Diese liederlichen und korrupten Blablabla, ja, Unterschrift. Wenn auch Sie unterschreiben möchten, dann wenden Sie sich bitte an. Hm. Ich könnte bei Theresia vorbeischauen. Müssen wir ja wohl dorthin. Grüße dich, Fiano. Schön, dass du da bist. Genug Sorgen, auch ohne ihre ständigen Beschwerden. Das geht dir gut. Nein, hier ist niemand. Ich dachte, ich hätte genau hier jemanden gesehen. Nein, ich hab keinen gesehen. Ist betäubt. Nee, keine Pause. Muss mir irgendwie die Zeit vertreiben. Ich frag mich, wer das war. Oh, schlimm.
Alles ab! Achso. Na los, zeig dich! Wir warten alle auf dich! Heute geht's dir zum Glück besser. Na, das ist doch schön zu hören. Oh Mann! Ich komme hier gerade nicht weg! Verdammt, ich dachte schon, ich höre Blut fliegen. Sehen wir uns doch mal um. Da stimmt was nicht. Geht doch einfach ganz chillig nach oben. Ich hab nicht so viel zum Nicht-Töten. Könntet ihr jetzt bitte aufhören, hier Stück für Stück runterzukommen? Was zur? Gib aus den Latschen. Mann, und das sollte nicht tödlich sein? Tödlich. Für tödlich aktivieren. Nein, nicht tödlich. Töten ist böse. Töten ist sehr böse. Kommen hier noch welche? Etwas finden, irgendwas. Hey, und was? Bitte, wo kommt die Wahl her? Keine Ahnung, was das war. Bewusstlos? Ist auch bewusstlos? Okay. Ach toll, das war jetzt der Hund. Naja, hängt er wenigstens mit seinem Arsch vernünftig. Mann, ey! Gibt's ja wohl hier nicht. Raumschlüssel erforderlich. Naja, okay, den haben wir nicht. Wie alle hier, das ist sonst woher. Schade. Das ist furchtbar. Da sieht man mal wieder, dass es gleich viel anstrengender ist, nicht zu töten. Will ich keine Betäubung mehr. Ach, glaub mal, das kann man noch höher stapeln.
wir unterschreiben. Ich war hier. Hey, look. kann ich nichts mehr. Sie haben, also ich habe so gut wie keine Betäubungssachen von denen hier gefunden, ne? Also, Reagenzgläser. Anpolzen. Die sind aber tödlich. Wir können mit der quatschen. Eine Angst, die dir die Kehle zuschnürt und hinterlässt nur Blut und Tod. Ich habe die Menschen gesehen, die er mit seiner Magie vergiftet hat. Er hat zu lange Gott gespielt. Ich will wissen, ob er noch bluten kann.